Heute Morgen hatte ich im Videoausblick die völlig unterschiedliche Herangehensweise einerseits der Fed, andererseits der chinesischen Notenbank und auf der anderen Seite der EZB thematisiert. Und wahrscheinlich hat Christine Lagarde, die EZB-Chefin, mein Video gesehen, denn anders kann ich es mir nicht erklären, dass sie heute dann ihre Haltung nochmal erklärt hat und versucht hat, uns weiterhin in dieser Märchenstunde zu halten. Es ist ja eigentlich schon erstaunlich, dass die Leute wegen allem auf die Straße gehen, aber nicht deswegen, weil die Preise zum Beispiel für Energie explodieren, die Inflation deutlich höher ist als alle Lohnsteigerungen, dementsprechend die Leute faktisch ärmer werden. Da regt sich scheinbar keiner drüber auf, weil man vielleicht so ein bisschen an das Narrativ von Frau Lagarde glaubt, transitory, vorübergehend, aber die EZB, die verhält sich wie ein Kind, das die Hand vors Gesicht hält und glaubt, man könne es dann nicht sehen. Es ist schon eine Realitätsverweigerungshaltung und die wollen wir uns im Einzelnen jetzt mal kurz anschauen. Da hat die doch gegenüber einer französischen Zeitung ein Interview gegeben und gesagt, die EZB hätte alle Gründe, anders zu agieren als die Fed auf die Probleme der Inflation in etwa. Denn, und das war eines der zentralen Argumente von Frau Lagarde, die Amerikaner, die seien in einem anderen Wirtschaftszyklus, das sei in der Eurozone ganz anders und überhaupt seien ja vor allem die gestiegenen, kurzfristig jetzt mal gestiegenen Energiepreise vorwiegend für diese Inflationsentwicklung verantwortlich. Naja, so ganz stimmt das nicht. Wir sehen, dass jetzt vor allem immer mehr Lebensmittelpreise auch anfangen zu steigen. Frau Lagarde glaubt also an das Märchen, dass wir es hier nicht mit einer Greenflation zu tun haben, also mit einer Inflation, die schon alleine durch diese grüne Energiewende kommt, die durch diese Nachhaltigkeitsvorschriften kommt, die etwa das Bauen massiv verteuern. Dazu noch die Lieferengpässe, Materialmangel. Aber vor allem eben dieser Umstieg raus aus fossilen Energieträgern und die Politik ist ja offenkundig nicht mutig genug, uns zu erzählen, dass das sehr viel Geld kosten wird und die Preise nach oben bringen wird. Und die Madame Lagarde scheint das also vielleicht in diesem Zusammenhang so noch nicht erfasst zu haben. Sven Henrik hat hier bitterböse dann kommentiert, Lagarde macht also wieder eine Prognose über die Inflation, denn sie hat gesagt, also die wird jetzt schrittweise wieder zurückgehen, diese Inflation. Dabei hat sie sich in den letzten 500 Jahren mehr oder weniger immer konstant geirrt in Sachen Inflation. Sie lag also immer daneben. Jetzt glaubt sie aber, diesmal trifft sie mit ihrer Prognose. Das ist sportlich. Aber faktisch ist natürlich eine Lagarde so vielen Interessenssituationen ausgesetzt. Sie muss die Südländer finanzieren. Sie muss vor allem die massiven Schulden der Franzosen finanzieren, denn die Franzosen, und sie ist ja Französin bekanntlich, die Franzosen sind die verschuldetsten in ganz Europa, wenn man mal die Gesamtverschuldung nimmt, also Staatsverschuldung, Haushaltsverschuldung, also der Privatleute plus Unternehmensverschuldung, dann gibt es kein Land in Europa, das auch nur ähnlich verschuldet ist, davon mit weitem Abstand etwa Italien weit dahinter. Das ist in der Öffentlichkeit eben auch wenig bekannt und sie versucht offenkundig hier eben eine Staatsfinanzierung durch die Hintertür zu betreiben, indem sie sich die Hand vors Gesicht hält und glaubt, man würde sie dann nicht sehen. Das ist natürlich schon ein starkes Stück. Wir hatten heute ja die Erzeugerpreise aus Deutschland 24,2% gestiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat, 5,0% gestiegen zum Vormonat. Das ist eine Zahl, die hat man noch nie gesehen. Diese Ermittlung der Erzeugerpreise gibt es seit dem Jahr 1949, ist noch nie passiert. Energiepreise waren da ein maßgeblicher Faktor. Aber werden diese Energiepreise zurückgehen, werden sie fallen? Glaube ich nicht. Die werden tendenziell weiter steigen oder am mindesten auf sehr, sehr hohem Niveau bleiben, was die Kaufkraft der Leute natürlich maßgeblich beeinflussen wird. Und jetzt sagt der Julian Bridgen, okay, schauen wir uns doch mal die Differenz zwischen den Verbraucherpreisen auf der einen Seite und den Erzeugerpreisen an. Da sind wir jetzt bei 18,4%. Wie gesagt, die Erzeugerpreise über 4%, die Verbraucherpreise sind bei 5,0% in der Eurozone. Jedenfalls diese Differenz zwischen Verbraucherpreisen und Erzeugerpreisen 18,4%. Das sind 6 Standardabweichungen von der Norm. Jetzt gäbe es 4 Möglichkeiten. Entweder die Erzeugerpreise kollabieren. Zweite Möglichkeit, die Firmen schlucken diese höheren Inputkosten, die sie haben, also die höheren Preise, die sie selber zahlen müssen. Dann würden allerdings die Profite implodieren.
Oder das Ganze geht wundersamerweise wieder auf eine Differenz von 4%. Das ist der Durchschnitt jetzt der letzten Monate gewesen, dass also die Erzeugerpreise 4% höher waren als die Verbraucherpreise. Dann allerdings müssten die Verbraucherpreise auf 20% steigen. Oder wir treffen uns in der Mitte, was das Wahrscheinlichste ist, dass wir wahrscheinlich niedrigere Erzeugerpreise sehen, dass wir also vielleicht jetzt den Hochpunkt der Erzeugerpreise gesehen haben. Aber auf der anderen Seite eben dann noch höhere Verbraucherpreise sehen werden. Das ist die wahrscheinlichste Option. Lagarde wettet auf eine einzige Option, nämlich dass irgendwie alles zurückgehen wird, dass also sowohl die Erzeuger als auch die Verbraucherpreise zurückgehen. Und das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Hier sehen wir das nochmal, die Verbraucherpreise Eurozone heute, die Letztveröffentlichung aus dem Dezember, 5%. Es waren vor allem jetzt Nahrungsmittel, die getrieben haben. Denn im Dezember haben wir teilweise dann Rückgänge auch bei den Energiepreisen gesehen, beim Ölpreis gesehen. Der Gaspreis ist dann gefallen zwischenzeitlich. Aber das ist teilweise, zumindest was die Ölpreise betrifft, schon wieder eine ganz andere Situation. Und jetzt das zentrale Argument von Frau Lagarde. Ja, die Amerikaner sind ja in einer völlig anderen Wirtschaftszyklus. Ja, schauen wir uns mal den City Economic Surprise Index an. Da sehen wir, dass Europa besser dasteht, dass also die Daten, die reinkommen, die Konjunkturdaten in der Eurozone besser sind, zumindest die Erwartungen eher übererfüllen, während in den USA der Trend hier schon wieder nach unten geht. Wir sind also, wenn man so will, im Vergleich zu den Amerikanern auf dem aufsteigenden Ast. Das macht dieses ganze Argument von wegen, wir sind in einem völlig anderen Wirtschaftszyklus natürlich sehr, sehr fragwürdig. Also das ist letztendlich völlig an der Realität vorbei argumentiert. Einmal mehr, das ist der Hoffnungsmodus, denn die EZB ist massiv in der Klemme, wenn diese Inflation nicht nachhaltig nach unten kommt, dann kann sie nicht mehr begründen, warum sie so vorgeht. Die EZB betreibt ja nach wie vor QE und wird das dann noch weiterführen. Man hat zwar das Volumen oder wird das Volumen reduzieren, aber wird noch erstmal auf lange Zeit weitermachen mit der Versorgung von Liquidität in die Märkte, während die Fed ja Ende März aufhören wird und dann sehr wahrscheinlich die Zinsen anheben wird. Also das ist schon eine große Spreizung. Und das muss man natürlich erklären. Und ein sehr guter Erklärer ist mein drittbester Freund Marcello Fracerino, der heute nochmal gesagt hat, ja, die Inflationserwartungen, die sind wieder sehr gut verankert. Diese Inflationserwartungen sind scheinbar so ein Zentralbanksteuerungselement, wenn man so will, weil sie konsistent mit der Definition der Preisstabilität von 2% sind. Und das ist ein Erfolg für die EZB und wichtig für ihre Glaubwürdigkeit. Marcello, also schade, dass du nicht Bundesbankchef geworden bist und damit in die EZB aufrückst. Einen solchen Propagandisten wie dich habe ich noch nie gesehen. Wirklich großartig. Das ist ganz, ganz hohe Schule des Märchenerzählens. Aber gut, es werden eben die Gläubigen, die an diese Märchen glauben, leider immer weniger. Selbst innerhalb der EZB, wie das heute veröffentlichte EZB-Protokoll gezeigt hat, da gab es nämlich durchaus Widerspruch seitens einiger Mitglieder gegenüber der fortgesetzt ultralaxen Geldpolitik der EZB. Vor allem haben einige gesagt, also das mit der Inflation, das kann auch völlig anders ausgehen. Da ist man also offenkundig anderer Meinung als Frau Lagarde. Und wenn das anders ausgeht, wenn der Preisdruck eben hoch bleibt, dann müsse man eben anders agieren. Jetzt sagt aber Christine Lagarde, ja, es geht aber nicht anders aus, weil ich kenne die Zukunft, ich habe mich zwar in der Vergangenheit immer geirrt, gell, aber in der Zukunft, dann habe ich recht. Ne? Das ist ein überzeugendes Argument der Französin, da muss man wirklich den Hut ziehen. Auch vor etwa den Prognosen der US-Notenbank Fed. Ich habe hier mal zusammengestellt die Projektionen, wie sich die Inflation entwickeln wird in den USA, der US-Notenbank aus dem Dezember 2020. Da hat man für 2020 oder für 2021 ging man von einer PCE-Inflation, also von einer Kerninflation von 1,8% aus. Wir wissen, dass das ein bisschen drüber ist derzeit. Jetzt geht man seitens der Fed davon aus, dass das Jahr 2021 insgesamt bei 5,3% sein wird, erwartet aber fürs nächste Jahr nur, also für 2022, 2,6%. Wie die EZB hat sich auch die Fed massiv getäuscht. Immer wieder, die Notenbanken sind extrem schlecht in wirtschaftlichen Prognosen, noch schlechter als Wirtschaftswissenschaftler, Analysten oder irgendwelche YouTuber wie ich, gell? Dementsprechend
glaubt man, dass also jetzt diese Institutionen wirklich die ganze Geschichte wieder in den Griff kriegen? Good luck, ich glaube nicht dran. Und das werden die Märkte spüren und vielleicht beginnen die Märkte das auch langsam ein bisschen stärker noch einzupreisen. Wenn wir jetzt mal in die USA kommen, da haben wir interessante Daten heute gesehen. Schwächere Erstanträge, auch die Continuing Claims schwächer, aber vor allem der Philadelphia Fed Index, der eigentlich ganz gut war. Aber interessant ist, dass die Preise wieder mal gestiegen sind. Und das zeigte, dass eben hier der Druck nach wie vor extrem hoch ist. Sie haben zum Beispiel 73% der Unternehmen gesagt, dass ihre Inputpreise, also praktisch ihre Kosten, noch gestiegen sind, weiter gestiegen sind, während 0% gesagt haben, dass ihre Kosten gefallen sind. Auch das ist etwas durchaus Ausdrucksstarkes. Und hier gab es jetzt in den USA eine Analystenbefragung, die also bestimmte Branchen covern, die bestimmte Firmen betreuen, wenn man so will, mit Ratings und sagen, die wurden gefragt, wie schaut es denn aus, können diese Firmen diesen erhöhten Kostendruck an die Konsumenten weitergeben? Und dann sehen wir, dass vor allem, also dass über 50% der Firmen wohl in der Lage sind, diese gestiegenen Kosten an die Konsumenten weiterzugeben, manche sogar ganz leicht, etwa so 15%. Und weniger als etwa 30% sind dazu eher schwer oder gar nicht in der Lage. Das heißt, wir sehen, noch ist die Preissetzungsmacht der Unternehmen da. Und wenn die Inputkosten, wenn also die Kostenstruktur so stark steigt, dann wird man das weitergeben. Wir haben ja ab 1.1. schon deutliche Preisanhebungen gesehen, weltweit eigentlich. Beispielhaft vielleicht IKEA genannt. Und jetzt werden wir sehen, wie das Ganze sich dann vor allem auch in der US-Berichtssaison auswirken wird, die ja jetzt angefangen hat, letzte Woche angefangen hat. Da haben nämlich nur 52% der Unternehmen die Umsatzerwartung getroffen. Die Gewinnerwartung wird da deutlich stärker übertroffen, aber die Umsatzerwartung ist nicht so toll gelaufen. Das ist ein Aspekt, der in der US-Berichtssaison jetzt sehr wichtig wird. Man will sehen, ja, verdient ihr wirklich oder könnt ihr mehr Geld umsetzen, nicht verdienen, sondern umsetzen, und das ist einer der zentralen Kriterien jetzt für die anstehenden Zahlen, die ab in der nächsten Woche zum Beispiel mit Apple dann hochinteressant werden. Wir sehen heute einen fast erwartbaren Bounce an den Märkten. Warum? Wir waren stark überverkauft, hier etwa der Nasdaq 100, der eine inverse Schulter-Kopf-Schulter mit einem Nackenlinienbruch ausgebildet hat, aber im RSI oben eine positive Divergenz hatte. Wir haben dann heute Nacht auf Future-Basis den 200-Tages-Durchschnitt getestet beim Nasdaq. Das haben wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht, seit gefühlt 743 Jahren. Heute Nacht ist das passiert und dann kam der Bounce nach oben. Wie gesagt, nicht ganz unangekündigt. Es ist schon, vor allem seitens der US-Privatanleger, eine ziemlich bärische Stimmung, muss man sagen. Hier sehen wir den AAII Bull Bear Spread und sehen, also es gibt derzeit mehr Bären als Bullen. Da wird gefragt, wie ist dein Ausblick auf die Aktienmärkte der nächsten 6 Monate. Jetzt sagen viele Analysten, ja siehst du, also bald ist der Boden gekommen, weil eben die Privatanleger bärisch sind. Okay, gucken wir mal auf den Fear and Greed Index. Sind wir bei 61, da ist also von Furcht noch nicht so wahnsinnig viel zu spüren. Allerdings gibt es da ja verschiedene Kriterien und es gibt nur 2 Kriterien, die auf Furcht stehen. Das ist einmal Stock Price Strength, also praktisch die Marktbreite. Und wir wissen ja, dass die meisten Aktien eher am Fallen sind schon die letzten Monate. Nur die großen Dickfische, die großen Tech-Werte, eben die Indizes oben gehalten haben. Und das Market Momentum, in dem wir eben gleitende Durchschnitte gebrochen haben, wie eben angesprochen beim Nasdaq. Die Frage stellt sich, ob bei einer solchen Inflation, wie dieser Chart hier suggeriert, nicht die Price-Earnings-Ratios, also das KGV, wenn man so will, der US-Unternehmen ein bisschen sehr hoch ist. Und das impliziert eben die Frage, ob wir nicht möglicherweise mit dieser Korrektur noch nicht so fertig sind, auch wenn Bounces nach oben jederzeit möglich sind. Und auch natürlich sind in überverkauften Situationen. Und morgen wird es nochmal spannend mit dem Verfall. Da werden 3,3 Billionen werden hier verfallen. Das sind riesige Zahlen, die wir hier sehen. SPX, also praktisch auf Indizes wie den S&P. Und der Single Stock alleine 1,3, das sind also riesige, gigantische Volumina, die da morgen fällig werden. Und da ist eine gewisse Nervosität im Spiel. Ich hatte
immer wieder gestern und auch heute Morgen, glaube ich, auf diese Mechanik des Marktes hingewiesen. Market Maker, die Optionen verkaufen, meistens Calls an Kunden, sich dann absichern müssen über den Kauf der entsprechenden Aktie. Heute wird es interessant. Netflix ist ein Wert, der auch im Optionsbereich gerne gespielt wird. Die Aktie ja nicht so toll gelaufen in letzter Zeit. Netflix gilt immer so ein bisschen wie für einen Bellwether, wie die Amerikaner sagen, also praktisch so für eine Art Stimmungsindikator. Wenn die Zahlen gut reinkommen, dann verbessert das die Stimmung auch. Da wird man vor allem auf die Subscribers gucken, also wie viele Abonnenten hat man neu hinzugewonnen. Wir werden ab 22 Uhr auf Finanzmarktwelt darüber berichten. Und abschließend möchte ich Sie noch hinweisen auf die Situation mit Gas- und Strompreis. Und da ist ja sehr, sehr viel Steuer dabei. Was könnte eigentlich der Staat machen, um uns zu entlasten? Denn das, was da noch auf uns zukommt, das wird erst eben in diesem Jahr so richtig evident für viele, die dann zum Beispiel von ihrem Vermieter eine Nebenkostenabrechnung bekommen und dann wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, weil sie merken, boah, das knallt richtig rein, da werden viele in Schwierigkeiten kommen. Und hier ein Artikel, der mir genau aufzeigt, was der Staat machen könnte, wo die Besteuerung eigentlich ist. Es gibt ja Staaten wie Polen, die da schon angefangen haben, hier praktisch die Steuern zu senken, die eben mit Gas, mit Strom, mit diesen Dingen zu tun haben. Das ist hochinteressant, werde ich unter dem Video verlinken und wünsche jetzt erstmal das Allerbeste und sage Servus und Ciao.